Ja, mein Moin, ein neuer Streich aus der Wörtsche-Edition. Thomas Wörtsche als Herausgeber von diversen Krimis hat immer ein Faible für düstere Krimis, Thriller, die Schattenseiten unserer Gesellschaft beleuchtet. André Pilz, Morden und Lügen ist der neue Streich aus dieser Reihe. Ein sehr mächtiges Werk, wie eigentlich alle Bücher, die Thomas Wörtsche herausfischt, aus dem Pool der ganzen Manuskripte anscheinend. Bücher, die halt auch immer sehr schnittig geschrieben sind, sehr schnell zum Punkt kommt, klare Sprache teilweise haben, auch seine derbe Sprache teilweise zulassen. Erzählt wird die Geschichte von Jan, einen nicht ganz erfolgreichen Autor, der jetzt mit seiner neuen Lebensgefährtin umgezogen ist, gerade in ein ziemlich baufälliges Haus. Er fühlt sich da nicht wirklich wohl. Ihm ist das auch fast schon peinlich, dass er mit ihr dort hingezogen ist, weil einfach die Mittel nicht mehr so reichen. Sie sich damit aber zufrieden gibt und auch ihn auch da unterstützt. Merkwürdig wird ein Besuch. Plötzlich klingelt es nämlich an der Tür und eine Frau steht dort und spricht Jan direkt an und bittet Jan, endlich die Wahrheit zu erzählen. 16 Jahre zurück, im Jahr 2000. Jan war noch Student und lebte in einem Studentenheim und mit Saus und Braus natürlich. Viel Alkohol, Sex und Crime, das heißt Crime im wahrsten Sinne, das folgt ja noch. Denn Angelika, alle nennen sie Geli, lebt auch in diesem Heim. Man scheint auch sehr zu ihr hingezogen zu sein. Das leugnet er in Folge. Er erzählt nie wirklich die Wahrheit, was ja auch die Mutter 16 Jahre später von ihm einfordert. Weil unser Held ist nicht immer ganz mit der Wahrheit gesegnet. Das heißt, er ist jemand, der etwas zu verbergen scheint, weil er nie ganz erzählt. Was ist damals nämlich vorgefallen? Dann heißt diese Geli, also Angelika, die Studentin, ist eines Tages ermordet, erstochen worden. Der Fall blieb immer noch ungeklärt, auch 16 Jahre später. Jetzt ist die Mutter da und steht vor Jan und hat halt etwas gefunden. Sie hat ein Himmel- und Hölle-Spiel gefunden. Dieses Spiel aus Papier gefaltet. Und Jan stellt in diesem Spiel die Hölle dar. Und gleichzeitig war da etwas. Da scheint auch etwas zwischen den beiden gewesen zu sein, was Jan nie wirklich erzählt hat. War es dort eine Liebesgeschichte? Was ist dort wirklich vorgefallen? Sie setzt ihn so unter Druck, dass er selbst sagte, komm, ich rede jetzt mit der Polizei, ja, ich fahre dahin, ich gucke mir das nochmal an, ich versuche das zu kapitulieren. Und er fängt halt an, auch in die Vergangenheit einzutauchen. Dort vor Ort trifft er eine Aktivistin, die halt auch auf einen Mord gestoßen ist. Das ist Hada, die jetzt auch in einen Fall reinstrudelt und beide halt wirklich auch da in einen Sog gerissen werden, der halt auch eventuell gesellschaftliches bzw. rassistische Beweggründe haben könnte. Ein ziemlich rasantes Buch mit Figuren, die man ziemlich schnell ja, authentisch wiederfindet, mit denen man nicht vertraut ist, aber die man ziemlich schnell sich im Kopf in der Fantasie entstehen lassen kann. Ein ziemlich kluger Plot und super spannende Unterhaltung. Ich wünsche viel Spaß, erlesene Stunden. Bis bald. Hauke Hader von der Buchhandlung Almut Schmidt und dem Blog Leseschatz, wo Sie, wenn Sie denn wollen, weitere Lesetipps von mir finden werden auf leseschatz.com. Bleiben Sie belesen, haben Sie viel Spaß beim Lesen und bis bald. Tschüss!